Ja, hier sind wir jetzt wieder bei Pearl TV und heute, ich bin schon ein bisschen geflasht, das haben Sie jetzt vielleicht gemerkt von diesem tollen Produkt, das wir wieder haben. Pearl TV ist ja, glaube ich, auch dafür bekannt, also bei mir auf jeden Fall, bei Ihnen hoffentlich auch, für richtig tolle Beleuchtungsaccessoires, ob das für innen oder für außen ist. Sachen, die man woanders entweder noch nie gesehen hat oder dort ein richtiges Vermögen hinlegen muss, um sie zu bekommen. Und genau so ein Beleuchtungsaccessoire jetzt für außen hat Anne-Kathrin jetzt gerade in die Hand und das ist doch wirklich faszinierend, oder? Eine wunderschöne Wegleuchte und bei Licht denkt man ja automatisch immer nur an gelbes Licht, aber diese kann noch viel, viel mehr. Die hat nämlich hier buntes Licht auf Wunsch und deswegen, ich decke jetzt mal hier unser Solarpanel ab, das sehen wir hier im oberen Teil. Das heißt, die haben als großen Vorteil erstmal keine Folgekosten, ne? Einfach nur in die Erde spießen und dann geht es los. So, und jetzt kann ich hier mit Hilfe meiner Fernbedienung wählen. Weißes Licht, buntes Licht oder aber auf Wunsch auch unseren Farbwechsler. Und jetzt sieht man hier schön durch dieses Glas und ja, das ist echtes Glas, also hochwertigste Verarbeitung, wie dieses Licht bricht und wirklich seine Farben ändert. Rot, grün, blau, lila, gelb, rosa, alle Farben, die Sie wünschen. Und bei Nacht, da sieht man dann dieses wunderschöne Farbspiel. Entweder auf der Terrasse, auf einem Gartenweg oder auf einem Beet oder der Hauseingang. Da kann man ja wirklich ganz viele dekorieren und sein komplettes Haus, sein komplettes Anwesen damit dekorieren. Ja, ringsherum einstechen in den Erdspieß. Dieser hat auch eine stattliche Größe. Sie sehen es hier vielleicht, 28 cm. Also ohne den Erdspieß, der verschwindet ja in der Erde. Und jetzt entlang an einem Weg oder als Terrassenbegrenzung. Und dann haben Sie immer, wenn Sie das möchten, eben dieses Farbspiel oder leichte weiße Beleuchtung. Oder Sie können es natürlich auch mit der Fernbedienung oder direkt am Gerät komplett ausschalten, wenn Sie es mal dunkel haben wollen. Aber jetzt gerade, jetzt macht man Grillpartys, Gartenpartys. Und dann mal so ein Beleuchtungselement zu haben, das ist wirklich einzigartig. Und nochmal, es ist nur nicht nur echtes Glas, sondern umrandet ist dieses Glas von Edelstahl. Genau. Also hier keinerlei Plastik, sondern Glas und Edelstahl. Also das auch von den Materialien her eine bewusste, tolle Wahl, würde ich sagen. Und dann natürlich dieser Leuchteffekt, der jetzt hier und an unseren Scheinwerfern gar nicht so rüberkommt, wie es nachher in Ihrem Garten wirken wird. Genau, also wir haben hier hochwertigste Materialien verarbeitet, Edelstahl, Glas, das macht das Ganze natürlich auch viel wertiger, wenn das dann im Garten steht. Sie sehen es hier, hier ist der Erdspieß, das heißt wirklich einfach nur in die Erde pieksen. Sie brauchen keine Kabel verlegen, Sie müssen keinen Elektriker kommen lassen, Sie müssen nicht mal mehr daran denken, dass Licht einzuschalten, denn das macht ja tagsüber die Sonne, die scheint auf das Solarpanel, speichert die Energie und sobald es anfängt dunkel zu werden, schaltet sich das Licht automatisch ein und geht nach 8 Stunden automatisch wieder aus. Ist wirklich gedacht für den Außenbereich, hat die Schutzklasse IP44, also Spritzwasser geschützt und hat natürlich jetzt auch hier die Möglichkeit, dass ich entweder einen Farbwechsler einstellen kann hier mit der Fernbedienung, ja. Oder ich wähle meine Farben manuell. Das finde ich ja auch schön. Und wenn man jetzt sagt, ach Mensch, mir ist nicht so nach Partystimmung, das ist mir jetzt ein bisschen zu bunt, dann stelle ich hier einfach auf weiß. Und dann leuchtet diese Lampe auch einfach nur weiß, zeitlos schön. Also Sie sehen, alle Möglichkeiten, entweder ein bisschen eine stimmungsvolle, atmosphärische Beleuchtung mit diesem Farbwechsler oder festlegen für eine Farbe oder dann natürlich etwas heller in diesem Weiß, vielleicht dann auch als Orientierungshilfe, wo ist eine Stufe oder wo ist mein Weg. Genau. Das sieht man oftmals in Dunkelheit eben im Garten nicht, weil es da an Beleuchtungselementen fehlt. Hier würde ich vorschlagen, mindestens 2, eher 3, 4 sich gleich zu holen. Bei einer Gartenparty kann man sogar schön so einen Halbkreis damit beleuchten oder auch mal gerne rund um den Gartenteich. Das könnte ich mir auch vorstellen, wenn Sie einen haben. Oder Terrassenabgang, das ist immer so eine Stolperfalle, sobald es dunkel wird. Stimmt. Wenn man da so 1, 2 Stufen noch hat von der Terrasse in den Garten, da stelle ich die links und rechts auf und sobald es dunkel wird, habe ich meine automatische Stufenbeleuchtung und die jetzt auch noch sehr, sehr sphärisch, also sehr, ja, ich würde schon fast schon sagen, mit dem Farbwechsler schon so ein bisschen Romantik verbreitend, oder? Sehr, ja, weil du auch die Party ansprichst, auch gerne zum Beispiel den Eingang, den Treppeneingang oder beziehungsweise den Weg zur Party beleuchten, damit die Gäste sofort sehen, aha, hier findet die Party statt, hier muss ich lang. Oder natürlich auch Beete, weil man etwas ganz Besonderes hervorheben will. Ja, auch so kleine Büsche, einfach nur so ein paar Highlights, ein paar Akzente. Das muss ja nicht viel sein. Einfach nur so im Gartenbeet dann hinein dekorieren.
Sie sehen schon, man kann das überall einsetzen, weil wir sind ja hier montagefrei. Sie haben den mitgelieferten Erdspieß und überall da, wo Erde vorhanden ist oder so ein bisschen ja, weicher Untergrund, da kann ich das reinstecken. Ja, und für so Wegeleuchten kann man normalerweise ganz, ganz viel Geld ausgeben. Ein Plastikbomber wird man schon 20, 25 Euro bezahlen, aber wenn dann noch diese Kombination von Edelstahl und Glas verbaut ist, dann heißt das gleich mal, dann kostet so eine Lampe halt 40, 50 Euro. Sie sehen auch die unverbindliche Preisempfehlung von 49,90 Euro. Und das ist kein Hollywood-Preis oder kein erfundener Preis. Das ist ein regulärer Preis, den ich für sowas im Lampengeschäft bezahlen würde. Bei uns heute 18,91 Euro. Und das ist mal wieder außergewöhnliche Beleuchtung. Damit kann ich mein Grundstück abgrenzen, meinen Weg beleuchten oder Stufen sichtbar machen oder einfach bei der nächsten Cocktail- oder Garten- oder Grillparty für eine unglaublich angenehme Beleuchtungsatmosphäre sorgen. Jetzt sehen wir hier auch noch mal schön den Farbwechsel. Ne? Also das wechselt wirklich zwischen Rot, Grün, Blau, Weiß, Gelb, eben alle die Farben, die auf der Fernbedienung abgebildet sind. Die findet man dann, klar, jetzt ist hier ein bisschen hell bei uns im Studio, ja. Aber es ist wirklich ein zeitlos schönes, dekoratives Highlight. Du hast vorhin schon so im Spaß gesagt, ja, die olympische Fackel. Aber so sieht das auch aus, also wirklich hochwertig gemacht. Das ist auch richtig schwer. Kannst du so als Fackelläufer durch die Stadt laufen. Allerdings ist nur bei Dunkelheit oder oben das Solarpanel abkleben, dann leuchtet es natürlich auch bei Helligkeit. Aber es ist ja schön, dass es tagsüber die Energie speichert. Und da muss keine direkte Sonneneinstrahlung draufkommen. Es reicht das Tageslicht und dann... Du hast vorhin gesagt, nach 8 Stunden geht's aus. Nee, im Sommer haben wir keine 8 Stunden Nacht. Das heißt, mit der Helligkeit, mit dem Sonnenaufgang geht's ja wieder aus. Aber man kann dann wirklich sagen, im Sommer brennt dieses Licht wirklich, wenn ich das möchte, also wenn ich es nicht ausschalte über die Fernbedienung, die ganze Nacht. Ja, und wie gesagt, dann aber nicht nur im Sommer, kann man wirklich das ganze Jahr über im Garten lassen. Es hat ja diesen Spritzwasserschutz von IP44. Ich finde das ja auch schön, wenn im Winter der Garten schön aussieht, ne? Wenn man aus dem Fenster guckt, alles schön beleuchtet. Also Sie sehen schon, es ist ein zeitlos schönes Highlight im Garten, Terrasse, Vorhof, Balkon, Beet, Hauseingang, Gartenweg, Treppe, Tür, wo auch immer Sie das dekorieren möchten. Es bedarf keiner Montage. Nochmal, Sie müssen niemanden kommen lassen, Sie haben keine Folgekosten, denn das frisst ja keinen Strom. Du, jetzt hast du gerade noch was gesagt, Balkon, was siehst du, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Auf dem Balkon hat man ja oftmals auch solche Blumenkästen, eben da reinstecken, so zwei, drei Stück über den Balkon verteilt und dann hat man jeden Abend eine wirklich tolle, tolle Beleuchtung und jetzt lädt es ja ein, abends rauszusitzen bei uns in tropischen Nächten. Tagsüber raussitzen ist nicht ganz so einladend bei 35 Grad und mehr, aber wenn es dann abends auf 20, 22, 23 Grad abgekühlt hat, dann sitzt man gerne mal draußen, weil in der Wohnung ist es wahrscheinlich auch noch ziemlich warm, wenn Sie nichts dagegen unternommen haben, zum Beispiel mit unseren Luftkühlern. Aber so kann man sich eben eine schöne, schöne Atmosphäre schaffen mit Beleuchtungselementen. 18,91 Euro, das ist hier unser TV-Sonderpreis. Das ist ein Preishammer, wenn es um eine solche Lampe geht. Nochmal, die Materialien sind hier Edelstahl und Glas kombiniert. Das einzige Plastikteil, das hier dran ist, ist unten der Erdspieß, aber das ist auch gut so. Ja, also der hält Bomben sicher dann und Ihre Lampe steht genau dort, wo Sie wollen. Und wenn Sie es mal woanders wollen, ziehen Sie den Erdspieß wieder raus und setzen die Lampe um. Das ist keine Installation, das ist kinderleicht. Ja, vor allem apropos kinderleicht, auch die Fernbedienung ist kinderleicht zu bedienen. Oben sehen Sie es an Ausknopf. Ja, das in der Mitte, das hier, das ist der Farbwechsel. Das heißt, hier wechselt die Farbe automatisch. Oder Sie sagen, auch heute ist mir nach Rot oder nach Blau. Dann kann man das hier auch selbst einstellen. Also einfacher geht es nicht. Nein. Stromsparender geht es nicht. Und vor allen Dingen, optisch schöner geht es auch fast gar nicht. Es ist unglaubliche Eleganz. Das sieht aus, als hätten Sie ein Vermögen ausgegeben. Wenn die Nachbarn oder die Freunde dann kommen und sehen diese Beleuchtung, eben hier Edelstahl und Glas, dann sagen sie, Mensch, bist du wahnsinnig für Beleuchtung. So viel Geld auszugeben. Sie wissen, es hat nur 18,91 Euro gekostet. Ich schaue noch mal nach der Bestellnummer. Das ist die NX5914 und die 569. Innerhalb von 2-3 Tagen ist es bei Ihnen. Das heißt, der nächsten Party steht da nichts mehr im Wege. Gleich 3-4 bestellen und dann vielleicht so einen leichten Halbkreis oder als Abgrenzung der Terrasse oder auf dem Balkon oder als wirklich Wegeleuchten den Gartenweg entlang hinstellen. Und ich glaube, Sie werden dann sagen, wenn es das erste Mal dann in der ersten Nacht leuchtet. Jawohl, ich habe alles richtig gemacht. Jetzt machen Sie erstmal das Richtige, gehen Sie ans Telefon und dann haben Sie eben dieses hochwertige Beleuchtungselement bald bei Ihnen zu Hause.